Viele Oberflächentechnologien benutzen das MVVM-Pattern, das Model View for Model. Und diesmal sehen wir uns wieder einen Aspekt aus diesem Pattern an, wie denn das in der Praxis funktioniert. Gut, dann sehen wir uns MVVM in der Praxis an, und zwar ganz genau bei WPF, der Windows Presentation Foundation, der Urvater dieses Design Patterns, wenn man so will. Und zwar machen wir einfach mal eine Textbox hier rein und noch eine zweite Textbox. Und was wir sehen, im Gegensatz zu Windows Forms, gibt es bei WPF unten hier so ein komisches XML-ähnliches Etwas. Das ist XAML, das beschreibt die Oberfläche. In Windows Forms hätten wir die designer.cs-Datei, wo die Oberfläche in C# beschrieben wird. Und hier haben wir eben, wie gesagt, dieses XAML, das XML Application Markup Language, die für die Oberfläche zuständig ist. So, das ist unsere View und wir brauchen noch ein View Model, also eine neue Klasse erstellt. Diese Klasse, wenn die View Main Window heißt, dann heißt die Klasse vom View Model meistens Main Window View Model. So, und dieses View Model bekommt jetzt zwei Eigenschaften, nämlich einen First Name und einen Last Name. Also Public String First Name GetSet. Public String LastName GetSet, und im Konstruktor wollen wir die mal setzen. Main Window View Model, und sagen wir FirstName ist gleich Dev, LastName ist gleich Dev. Machen wir es so. Dave. So, wir können. Gut, und wir haben ja gesagt im Theorievideo, die View kennt das View Model. Das View-Model allerdings die View nicht. So, damit die View das View-Model kennt, gibt es auch hier in XAML so eine Code-Behind-Datei, so ähnlich wie wir es aus Windows Forms kennen. Allerdings sollte man diese nahezu nicht verwenden, wenn man MVVM wirklich ernst meint. Es gibt nur eine Handvoll Sachen, die hier wirklich reingehören. Das sind wirklich Elemente, die pur in der View sind, mit der View zu tun haben, wie zum Beispiel eine Messagebox anzeigen, so in der Art, die kann man hier reingeben. Aber alles andere, was pure Logik ist, oder mit Logik irgendwie abgebildet werden kann, gehört in dieses View-Model und nicht ins Code-Behind-Datei. So, auch das Verbinden zwischen des View-Models und der View, also dass der View das View-Model kennt, können wir über das XAML machen, also direkt in der View. Und zwar gibt es hier, wer XML kennt, das sind die Namespaces, die inkludiert werden, und das ist so ein Alias-Name. Also XMLNS, der Namespace wird eingebunden, der Namespace wird mit X angesprochen und hier kommt er her. Und hier gibt es einen XML-NS-Local mit CLR-Namespace. Das ist sozusagen der Namespace, in dem sich unsere Klassen befinden. Und den können wir über Local ansprechen. Wichtig bei WPF, wenn wir hier gerade eine neue Klasse oder was gemacht haben, mal kompilieren, damit auch IntelliSense funktioniert hier dann entsprechend im XAML. Damit das Data Binding funktioniert, also damit wir die Eigenschaft FirstName, LastName auf die Textbox, damit wir die beiden verbinden können, verheiraten können, mittels MVVM, braucht das Window natürlich das View-Model. Und die Eigenschaft, in der wir das setzen, ist die Eigenschaft Data-Context. Das heißt, wir sagen hier window.data-Context und erzeugen hier ein neues Objekt über Local, ja, das ist ja der Alias-Name, und dann das View-Model. Also in diesem Namespace Local, was unserem Namespace hier entspricht, das ist hier, erzeugen wir, also existiert unser MainViewModel, wir erzeugen ein Tag davon, also eine neue Instanz, und weisen das dem Data-Context zu. Somit ist der Data-Context, auf den die Datenbindung geht, dieses Fenster, das MainViewModel. Theoretisch könnten wir das auch hier machen im Konstruktor. Also theoretisch könnten wir hier genauso sagen, this.dataContext, also die Eigenschaft setzen, ist gleich new main window view model. Aber wie gesagt, diese code-behind-Datei wollen wir eigentlich gar nicht benutzen, weil wir MVVM doch ernst nehmen wollen. Gut, jetzt haben wir hier diese zwei Eigenschaften, FirstName, LastName, und diese zwei Eigenschaften wollen wir jetzt binden, dass diese hier in den Textboxen angezeigt werden, ohne dass dieses View-Model die View kennt. Dazu einfach auf die Textbox geklickt und rechts im Bereich Text hier Create Data Binding gemacht. Also auf dieses Viereck geklickt, Create Data Binding. Und dann sage ich hier, kommt der First Name rein.
Was ihr mir jetzt gemacht habt, ist hier in XAML die entsprechende Syntax geschrieben. Die können wir natürlich auch manuell schreiben. Wir können hier sagen Binding Last Name. Also der Data-Kontext des gesamten Fensters ist das Fumeral. Und jetzt können wir auf alle Eigenschaften einfach binden durch diese Syntax geschwungene Klammer Binding, First Name, Binding und dann eben die Eigenschaft einfach hingeschrieben. Was jetzt passiert ist, sobald diese Textbox, wenn der User hier was eingibt, die Textbox verlässt, wird auch diese Eigenschaft hier automatisch richtig gesetzt. Ja, also wenn die Textbox den Fokus verliert, dann wird automatisch der Wert, den ich reingeschrieben habe, hier in diesem First Name gesetzt. Also Basics, Basic-Thema zu XAML, zu WPF ist oder zu MVVM in der Praxis. Binding, es wird einfach nur gebunden, die Binding Engine macht das für uns. Der Data-Kontext ist das View-Model. So, jetzt gibt es natürlich verschiedenste Optionen, was wir noch machen können. Wir können zum Beispiel hierher gehen und können sagen, okay, ich mache hier drunter einen Text-Block, ja, sozusagen ein Label, und hier soll der, und hier gebe ich hier hin, eine Eigenschaft LastName, Public String LastName, und diese ergibt sich aus FirstName, Anführungszeichen natürlich, FirstName, LastName. Ja, das soll natürlich nicht der LastName sein, sondern eben der FullName. 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 So, also FirstName, FullName ist eine Read-Only-Eigenschaft, die sich aus FirstName und LastName zusammensetzt. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, hier gibt es ein Binding mit FullName. Und wenn ich das jetzt einfach mal so anstarte, dann werden wir leider mitbekommen, dass das nicht funktioniert. Und das hat einen einfachen Grund. MVVM ist auch ein Design-Pattern, das trotz alledem irgendwie ereignisorientiert ist. Das heißt, wenn ich den Vornamen und den Nachnamen ändere, dann weiß die Binding Engine, dass sie hinten die Werte im Viewmodel setzen muss. Was sie aber nicht weiß, ist, dass sie dann auch zusätzlich sich der Fullname sozusagen geändert hat oder geändert hätte. Ja, hier steht mal DevDave da, das passt so, aber wenn ich hier die Werte irgendwie ändere, dann aktualisiere mir den Fullname nicht. Und der Grund ist, dass die Binding Engine einfach nicht weiß, dass es den Fullname ändern soll. Ja, also muss das Main Window ViewModel hier noch etwas machen und das sehen wir uns dann im nächsten Video an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.